Also, wenn ich nicht genau wüsste, dass es keine Creeper-Spawner gibt, dann würde ich behaupten, da oben ist ein Creeper-Spawner. Meine Güte, sowas habe ich noch nicht erlebt. In diesem Sinne, he und ho! Ne? Hab echt Glück mit meiner Schlucht hier, meinem Spin-Spawner. Komm da einfach nicht ran. Das ist einfach unglaublich. Hier ist überall schon die Schlucht. Ich kann mich nirgendwo rumbuddeln. Ich mache das jetzt so, dass ich jetzt hier einfach von hier aus versuche, die Schlucht zu erkunden, eben so ein bisschen entfernt von diesem Spawner. Ich würde auch gerne mal. Ach, habe ich denn keine Axt dabei? Das ist natürlich dann lästig. Ich baue mal eben eine. Würde gerne so ein paar Zäune, die sind mir alle draufgegangen. Ich hatte ja welche gesammelt. Boah, das ist echt unübersichtlich. Das sollte ich so nicht machen. Ich sollte von meiner Bruchbude aus hier versuchen, mich durchzubuddeln. Ja, das mache ich aber auch. Oh, guck mal, das lohnt sich. Und unten ist auch wieder was. Ach, Mann. Also ihr seht schon, hier ist überall nur Luft ringsherum und ich komme überhaupt nicht hier mal sicher irgendwie weg. Noch dazu habe ich jetzt, ich brauche ja wieder eine neue Ausrede, ein bisschen Wasser auf meine Maus gekleckert. Meine Güte, jetzt rutsche ich da nämlich immer ab und deswegen klappt das alles nicht so. Ah, blöd jetzt. Lasst mich bloß in Ruhe da unten, ihr komischen Giftzwerge. Da, die letzte Folge fand ich total lustig. Meine Güte, kam aus dem Lachen ja nicht mehr raus. Da hat noch ganz gute Laune davon. Man wollte jetzt einfach ein paar Zäune holen, um hier solche Stellen, so wie hier, einfach ein bisschen abzudichten. Aber hier, was das schon wieder rülpst und, ne? Also, unglaublich. Das ist jetzt wirklich lästig. Ich habe tatsächlich auch kaum noch, habe ich gar nicht mehr. Okay. Kurz eine Axt herstellen, weil besser ist das. Schwupp, schwupp, die wupp, die wubbel, die bups, die boing. So, erstmal nur eine. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Muss mich mir auch mal angewöhnen, dass ich in Höhlenforschungserkundungstouren jetzt einfach auch mal immer eine Axt mitnehme. Das ist man ja einfach nicht gewohnt von früher. Da braucht man ja in Höhlen überhaupt keine Axt oder sowas, auf keinen Fall. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Das hat sich alles geändert, ne? Auch, da fällt mir gerade ein, World Generator zum Beispiel. Ich spiele jetzt hier gerade auf Minecraft 1.1 und meine Güte, wo sind die? Ich wollte auch schon länger mal eine Seed-Schau machen wieder. Ein paar Seeds vorstellen, das bringt es aber überhaupt nicht. Weil der World Generator schon wieder völlig anders generiert. Ich habe sogar Unterschiede mal festgestellt zwischen einem und demselben Seed. Zwischen 1.0 und 1.1, glaube ich, war das. Und zwar so, wie die Minen hier unten generiert werden. Da habe ich habe ich eine Mine gehabt an einer bestimmten Stelle und in einem anderen war die nicht vorhanden. Aber wer weiß, also das ist im Moment sehr unergründlich. Und deswegen bringt das leider überhaupt nichts, eine Seed-Schau zu machen, weil die sind dann irgendwie 2 Wochen später schon nicht mehr aktuell. Und ich kriege dann die Hass-Mails ab, weil das nicht funktioniert. Ein bisschen schade, aber gut, so ist es halt. Weil es haben auch einige Leute mir auch schon wieder so mal Seed zugesandt und sind schöne Sachen dabei gewesen, die ich schon gerne mal ein bisschen vorgestellt habe. Aber wie gesagt, das bringt überhaupt nichts. Bis ich dann da mit der so Folgen fertig bin, ist schon wieder ein neues Spiel draußen und schon wieder der World Generator geändert. Kommt ja jetzt der Dschungel zu. Tolle Sache, ich stehe auf den. Also, ich habe mir natürlich auch schon diese Snapshots angeguckt, die wöchentlich jeden Donnerstag vom Jeb veröffentlicht werden und den ja den neuesten Entwicklungsstand immer so darstellen. Und natürlich toll, ne? Der Dschungel, der gefällt mir sehr gut. Auch die neuen Tierchen da drin. Und dann gibt es ja so ein Ozelot. Und dann gibt es auch Kätzchen, die die Creeper sogar vertreiben. Ne? Also das wissen vielleicht manche noch nicht, aber Creeper haben Angst vor den Kätzchen und die Kätzchen, die halten die Creeper auf Abstand. Nicht viel.
paar Blöcke nur, so, aber das kann ja unter Umständen reichen. So, jetzt muss ich mal eben überlegen. Überhaupt sind die ganzen Monster viel, naja, also schon intelligenter als vorher. Also demnächst in 1.2. Dann verstecken sich zum Beispiel Skelette und Zombies vor dem Licht. Also wenn die Sonne aufgeht, suchen die sich irgendwo eine schattige Stelle. Ich weiß nicht, was genau man da so braucht. Bäume, ob das schon Bäume reichen und so. Aber das ist natürlich schon interessant. Boah, da unten ist auch irgendwie Party, ne? Oh Mann. Hoffentlich geht das hier gut. Da ist auch überall noch Ressi. Mal eben hier so eine kleine Lücke reinhauen. Ja, das finde ich natürlich super, wenn die Mobs jetzt auch mal ein bisschen intelligenter werden. Gibt auch mal wieder ein bisschen mehr Spannung. Wie gesagt, die Creeper, die ziehen sich offenbar zurück vor Kätzchen. Ja, so bringt das jetzt nichts hier vor, Buddler. Musst du mal ein bisschen gucken, dass du das ein bisschen besser machst. So. So, hier ist er bestimmt auch wieder was am Lauern. Und außerdem sieht das schon wieder verdächtig. Lampe. Toll, die Schluchten. Erkunde ich sehr gerne. Ja, und die NPCs, die werden wohl dann jetzt auch mal versuchen, bei Nacht oder am Abend halt ihr Haus wieder zu erreichen. Weiß nicht, ob das gleichzeitig dann auch bedeutet, dass die von bösen Mobs erschlagen werden können. Und was dann passiert, ob die wieder respawnen oder wie. Macht ja wenig Sinn, wenn du ein NPC-Dorf hast und mit so verschiedenen, halt so Magier und was weiß ich, so ein Wirt und so und ein Schmied und die aber immer drauf gehen und dann nicht wiederkommen. Also da weiß ich jetzt noch nicht, aber wie gesagt, je nachdem wann ihr dieses Video, was ich hier jetzt gerade drehe, guckt, ist das ja auch schon wieder alter Hut. Denkt dann halt dran, ich bin jetzt hier gerade auf 1.2 und weiß das halt alles noch nicht. Ich spinne halt hier so gerade so ein bisschen rum, mach mir so meine Gedanken. Sind dann mal gespannt, was dabei rauskommt. Also über mir scheint jetzt jedenfalls kein Spinnenspawner zu sein. Deswegen ist das jetzt alles auch nicht so schlimm, wenn ich hier mal ein bisschen weiter buddel. So. Ja, solche Ausfälle sind bei mir ganz normal. Da müsst ihr euch auch dran gewöhnen. Da drüben könnte ich doch eigentlich mal hinkraxeln. Guck mal, ist doch gar kein Problem. Aber jetzt wieder vorsichtig sein. Da liegt auch ganz viel Holz, das sollte ich jetzt... Achso, von hier bin ich gekommen, oder? Wer ist das denn jetzt hier? Moment mal. Achso, von hier bin ich ja gekommen. Hä? Ach ja, dann bin ich ja da hochgeklettert, um zu gucken, was das für eine Ecke ist. Ja, ja. Das ist so, wenn man so vor sich hingräbt und dabei was erzählt und einfach so routinemäßig Block für Block abschlägt, dann weiß man plötzlich nicht mehr, wo man ist. Ne? Kommt man sich schon ein bisschen vor, als hätte man so ein bisschen so Minecraft-Alzheimer oder so. So. Eieieiei. Oh, aua. Oh, fast noch da runtergefallen. Der war aber knapp jetzt. Oh. Ja, kein Bogen dabei. Bogen ist natürlich draufgegangen in der letzten Folge. Schon, was weiß ich, direkt am Anfang. War ja eine Rekordfolge. Sehr lustig. Hier auch mal zumachen. Dafür brauche ich immer die Erde. Ja, wo bist du denn hin? Vielleicht bist du ja in Reichweite. Tja. Wohl eher nicht. Hier mal zumachen so. Guck mal, sollten wir doch eigentlich erstmal... Da muss ich aber mal gucken gehen. Bevor ich jetzt hier... Also oben scheint ja sicher zu sein. Da ist nichts. Oh, hier kommt man rum. Bin ich auch mal leise, ne? Man weiß ja nicht, was da kommt. Ah. Finde auch wenig Feuerstein. Ist mir letztens schon hier so ein bisschen aufgefallen, als ich hier so alleine rumgebuddelt habe.
Finde ich ein bisschen dramatisch. Muss man da jetzt auch ein extra Werkzeug benutzen, damit da Feuerstein rauskommt oder so? Kann ja sein. Ich kriege das hier alles nicht mit. Ach, wo geht's denn hier noch lang? Spannung. Bisschen aufbuddeln. Okay, ne, schön und gut, aber ich sag mal, hier die Folge sollte doch so ein bisschen mehr sich um die Schlucht kümmern. Was ist das denn? Das ist ja Gold. Hallo, ich hau da mit der. Da wäre gut gegangen jetzt hier gerade noch. Mann. Kann doch kein Gold abbauen mit einer normalen Hacke, dann zerstört man das doch. Da ist der. Da ist der. Ja, krieg ich jetzt nicht hin. So, aber man muss auch ab und zu mal was wagen. Vielleicht auch ab und zu noch eine Fackel hinstellen. Sehr interessant. Gut, hier geht's offenbar dann runter in die Schlucht. Okay. Bull ich das mal auf hier. Mal vorsichtig sein. Auf das berühmte Zischen warten. Das macht dann immer bzzz, bang. Oh, da liegen aber noch ganz viele Erfahrungspunkte. Wie komme ich da zurück? Gar nicht. Doch, hier. Ah, ja, da kommen sie schon. Sehr schön. Licht. Hier will ich nicht bleiben. Da habe ich Angst, das ist mir nichts hier. Das. Boah, überall noch Geräusche. So, hier kann eigentlich nichts kommen. Gut. Dann nehme ich das Zeug hier mal eben mit. Das ist immer unheimlich, wenn man echt überhaupt keine Ahnung hat, von wo die nun kommen. Die können aus allen Richtungen kommen, ne? Gut, es sind dann nur Zombies, solange die eigentlich in der Ecke drängen. Und man sich nicht wieder vertippt auf den Tasten. Ich habe das Schwert ja immer auf 1 liegen. Oh, das war jetzt blöd. Hier komme ich jetzt nicht weiter runter. Oh, da hinten ist der Kerl. Wo kommt der denn? Da ist doch hell genug eigentlich. Hallo. Hey, die sind stark geworden, ne? Verdammt normal, du. Die sind stark geworden, ne? Muss jetzt aber echt achtsam sein. Gerade noch getönt, von wegen sind ja nur Zombies. So, jetzt da. Vielleicht ziehe ich jetzt doch oben rum. Ist vielleicht doch besser. Kommt man irgendwie weiter, habe ich den Eindruck. Ja, okay. Man kommt so weit, ne, bis man wieder aufgehalten wird. Von wem? Da. Ey, Leute, wo seid ihr? Spinnenweben? Ich habe ja doch mal so den Traum, mal so eine ganze Schlucht auszubauen, ne? Da so eine Stadt reinzubauen oder sowas. Was schön Schlucht. ich habe beschossen. Das finde ich nicht gut. Das finde ich sehr frech. Oh. Flucht nach vorn. Obwohl, es war jetzt eher doch zurück. Ja, kommt doch. Kommt doch. Ich bin noch nicht mal ganz geheilt. Ah. Kann ich locken, wenn ich da unten hinrenne?
müsste mich eigentlich gesehen haben. Wenn er da oben noch rumturnt. Komm doch. Ha? Hallo. Hallo. Ja, es klingt so, als wäre hier irgendwo ein Spawner. Ein Zombie-Spawner. Da unten ist ein Skelett. Hier ist auf jeden Fall unglaublich, was so. Da ist der Zombie. Wo ist der Creeper von gerade? Ja, hilft nichts. Da werden wir nochmal gucken müssen. Kann er jetzt hier nicht stundenlang warten auf den? Kann ich dafür, wenn der so träge ist. Oh. Ist er runtergefallen? Das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. Und wir sprachen doch dabei vorhin noch von Intelligenz. So, hier wurde ich doch beschossen. Muss das von da irgendwo... Oh. Schnell, schnell. Fiese Ecke, wirklich eine fiese Ecke. Überall noch dunkle Schächte, wo man... Da ist auch eine Spinne. Eine normale? Eine normale. Nee, eine Giftspinne. Oh, 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 halt die bloß auf Abstand. Jetzt sag nicht, dass da jetzt auch wieder ein Spinnenspawner ist. Oh, da ist auf jeden Fall auch eine Halle oder sowas, ne? Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Hallo, Halle? Zwei ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich bin so zitterig jetzt vor Angst. Boah. Oh Mann. Nee. Oh nee. Oh, keine Fackel mehr. Ah, Zombie. Zombie. Komm her, Zombie. Das Duell. Hey, ja. Ein Critical Hit. Da muss man springen und den im Runterfallen noch hauen. Dann kriegt man einen. Dann ist man etwas stärker und verletzt ihn mehr. Also die Ecke der Schlucht, die hat jetzt auch irgendwie keinen Sinn mehr für mich. Da komme ich nicht weiter. Und mir fällt auch gerade noch ein, dass ich auch dringend noch weiter nach unten muss. Ich möchte nämlich gerne Slimes haben. Was heißt möchte? Ich brauche unbedingt Slimes. Das ist ja hier kein Spaß. Ne? Hat alles einen ernsten Hintergrund. Und zwar, ja, ich muss ja Sticky Pistons machen. Ne? Diese klebrigen Pumpenkolben-Dinger. Zack. Aha, da steht der. Mach mal keine Angst. Ja, mit ohne Pfeil und Bogen. Mit ohne Pfeil und Bogen ist das jetzt schlecht. Wo soll ich nur hin? Da ist ja auch noch was. Wow, noch mehr. Gut, alles klar. Schnell, 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 schnell. So, da oben bin ich lang gelaufen. Da, ach so, das ist die Ecke. Ach ja, okay. Da kommt man hier lang, ne? Da steht er dann da hinter der Ecke. Ja, ohne Fackeln ist das jetzt alles nicht so richtig gut. Das macht keinen Sinn, ohne Fackeln jetzt hier weiter zu rennen. Hier geht's lang. Da geht's lang. Oha, da geht's lang. Hier und da durch. Und dann geht's hier runter und um die Ecke. Haben wir auch schon unsere Schutzhütte. Wo es dann auch wieder losgeht mit den Spinnen, ne? So, ach. Blöden Viecher. Ich meine, hier kommen die nicht hin. Das ist zu verwinkelt. Fackeln! Mm.
Bitte in den richtigen Slot. Das Beste ist ja immer ganz nach unten und sich dann da unten einen Weg lang kämpfen, oder? Statt... Wo ist der denn jetzt? Am Sterben. Puh. Fies, ey. Ist aber normale. Komm her. Na komm, hast du eben auch geschafft. Gut zu wissen. Oh, schon tot. Ah, super. Da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Wenn man da jetzt so eine Fackel runterwerfen könnte, das finde ich auch cool. Wenn die mal so eine Zeit lang da unten was beleuchtet. Was liegt denn da noch? Da ist Redstone. Da sind viele, viele Skelette. Hier ist wahrscheinlich voll mit Spawnern aller Art. Guckt euch das nur an. Also es ist ja auch ein Gemurks. Da ist ja ein richtiges Labyrinth da unten. Richtiges Gemurkse. Hier kann man schön runter, ne? Da war ich ja doch schon fast so ein bisschen. Ah. Ich schlag hier einfach was auf. Schaufel habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Aber ich werde hier jetzt mal so ein bisschen für Luft sorgen. Dann sieht man einfach mehr. Guck mal, das scheint doch alles sehr schön zu sein. Da komme ich vielleicht sogar gleich doch noch an meine Punkte. Oh, guckt an. Ein Feuerstein mal wieder. Ja. Nee. Beil. So. Mal sehen. Die Skelette sind nicht weit. Da, ich werde auch schon geschossen. Ach, da ist der. Zwei! Oh Mann. Puh. Da muss man ganz cool bleiben. Da ist meine Höhle, also muss ich hier lang, ne? Um die Schlucht da zu ergründen. Okay. Da werde ich mir mal ein wenig hier noch den Weg ausbauen, damit ich besser zurückfinde. In der nächsten Folge gucken wir dann mal einfach, ob das hier sich noch lohnt, so ein bisschen weiter zu erforschen. Oder ob ich mein uraltes Versprechen endlich wahr mache und euch wieder an die frische Luft führe. Wie dem auch sei, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin. Tschüss.